Hallo ihr da draußen und damit heiße ich euch mal wieder und ein letztes Mal in diesem Jahr willkommen zu einem neuen Video von uns. Ja, 2019 war ein recht interessantes Jahr, wir hatten viel zu tun, ich habe meinen Kanal komplett umgebaut und ich denke, bei euch kommt das mittlerweile auch recht gut an, die Abonnentenzahl steigt und wer noch kein Abo hat, der ist an dieser Stelle natürlich aufgerufen, hier doch mal ein Abo dazulassen und ein Like für unseren Kanal. Ihr unterstützt uns damit sehr und ich bedanke mich auf jeden Fall für den Zuspruch in diesem Jahr. Also vielen, vielen, vielen Dank an euch da draußen. Zurück zum Thema. Heute natürlich noch ein letztes Video. Zwischen Weihnachten und Neujahr war viel Stress, viel Familie und so weiter und so fort. Allerdings habe ich euch versprochen, noch ein Video dieses Jahr zu bringen. Und da sind wir und ich will gar nicht lange drum herum schnicken. Wir gehen einfach direkt mal rein. Bleibt eingeschaltet und bis gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und heute nehmen wir euch mit in die Schumannsche Gurkenfabrik. Besser bekannt als Gurkenschumann, wie der Volksmund sprach, oder wie es offiziell in den Büchern hieß, Konservenfabrik Gebrüder Schumann. Das Ganze wurde übrigens von den Gebrüdern Schumann 1890 ins Leben gerufen. Solltet ihr da ein paar Vornamen von den beiden Brüdern oder von den mehreren Brüdern, es ist nicht so ganz klar, wie viele Brüder es denn tatsächlich waren, wissen, dann immer her damit. Schmeißt das Ganze mal in die Kommentare mit hinein. Die kleine Fabrik entstand in der Nähe des Bayerischen Bahnhofs, übrigens der älteste Kopfbahnhof in ganz Deutschland, den man hier zu Beginn auch partiell mitnutzte und so Waren in ganz Deutschland verkaufen konnte. Das eigentliche Fabrikareal ist ursprünglich aus der Sächsisch-Bayerischen Eisenbahn und war hier die Hauptwerkstatt, die zusammen mit dem Bayerischen Bahnhof 1842 in Betrieb ging und bis 1907 so genutzt wurde. Später hat man sich dann entschlossen, diese Hauptwerkstatt nach Zwickau zu verlegen und man hat dann dort Reparaturen und Instandsetzungen vorgenommen. Ich nehme an, man hat das Ganze dort in das RAW Zwickau integriert, beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob das vielleicht auch im Zuge dessen dann dort entstanden ist. Mit der Zeit hatte sich dann Gurken Schumann auf diesem Areal der Hauptwerkstatt komplett breit gemacht und hat dann auch angefangen, die Gebäude etwas umzubauen, zu sanieren, Sachen wegzureißen und zu verändern, zu erweitern. Und das kann man bis heute ganz gut erkennen, wobei ein Teil auch noch bis heute tatsächlich aus der Zeit von 1842 entstammt. Ja, was haben die Brüder Schumann eigentlich hergestellt? Gurken? Ja, natürlich nicht, denn Gurken Schumann war vor allem bekannt für preiswerte, regionale und qualitativ gute Sauerkonserven. Die Gemüsesorten, die man hier verpackt hat, die kamen von ringsum Leipzig. Man hatte hier extra dort in der Nähe des Bayerischen Bahnhofs gebaut, um überall hin verschicken zu können. Und man hatte neben den erwähnten Gurken, Sauergurken und Senfgurken natürlich auch Sauerkraut und rote Beete in Konserven verpackt, aber auch andere Gemüsekonserven wurden hier hergestellt, sodass Gurken Schumann doch recht schnell in aller Munde war, im wahrsten Sinne des Wortes, und recht bekannt war, vor allem auch hier in Leipzig. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kommt natürlich wieder der Standardsatz. Ne? Man hat hier den Familienbetrieb verstaatlicht und die Fabrik ging in Staatsbesitz über. Anschließend hat man diese kleine Fabrik zusammen mit vielen anderen im Kombinat VEAB Obst und Gemüse zusammengefasst und bis zur Wende fortgeführt. Das ist jetzt übrigens ein sehr trauriges Kapitel, denn man hat hier in diesen knapp 50 Jahren hat man es nicht geschafft, diese kleine Fabrik doch auch nur in geringer Form zu sanieren. Man hat kaum Geld ausgegeben, also ganz typisch für diese Zeit. Es kamen wenig neue Maschinen dazu, man hatte nichts modernisiert oder Prozesse anders ablaufen lassen. Man hat sich einfach auf diesen Lorbeeren der 40er, 30er und 20er Jahre ausgeruht, wo halt die Gebrüder Schumann selbst noch hier viel Geld reingesteckt haben, um die Anlagen sehr modern zu halten. Entsprechend waren die Produktionsabläufe dann sehr, sehr veraltet und kurz nach der Wende war Gurken Schumann eine der ersten hier in Leipzig, die halt direkt dicht gemacht hatten. Anschließend verfiel das Gelände und geriet in Vergessenheit. Über die Jahre kam es dann natürlich zu starkem Vandalismus, Kabeldiebe fanden hier den Weg rein, Verfall kam und so weiter und so fort, bis dann 21 Jahre nach der Stilllegung am 16. Juli 2011
dann das Gelände nach einer Brandstiftung fast völlig niederbrannte. Man löschte hier mit Dutzenden Feuerwehrleuten und 3 Drehleitern über mehrere Stunden ab 19 Uhr in den Abend hinein, bis dann die Feuerwehr entsprechend weit in die Nacht Entwarnung geben konnte. Und was dabei rausgekommen ist, sehen wir hier in den Aufnahmen. Also man hat hier ganze Arbeit geleistet. Es ist fast nichts wiederzuerkennen. Alles wurde zerstört. Die Fabrikgebäude sind im Prinzip bloß noch, ja, mehr oder weniger Wände, wo man da ahnen kann, dass da was stand. Aber von den ursprünglichen Sachen, die da drinnen waren, ist leider keine Spur mehr. Wenn ihr mehr zu dem Feuer wissen wollt, knalle ich euch unten in die Infobox gerne noch einen Link rein zur LVZ. Da könnt ihr euch das Ganze nochmal auch mit ein paar Bildern anschauen. Der Schaden durch das Feuer wurde auf 100.000 Euro beziffert, was im Vergleich zu der Fläche, die zerstört wurde, noch entsprechend gering ist. Schon im Vorfeld kam es zu einigen Bränden und auch einige Wochen danach kam es immer wieder zu kleinen Bränden und Feuern auf diesem Gelände. Allerdings wurde nie jemand gefasst und entsprechend blieb die Stadt da auch auf ihren Kosten sitzen und Gurkenschumann sieht heute aus wie eine Kriegsruine. Gut, das soll es jetzt gewesen sein von mir zu Gurkenschumann. Mehr gab es hier leider nicht zu sehen. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Ich würde sagen, wir hören und sehen uns alle gesund und munter im kommenden Jahr wieder. Es gibt viel zu entdecken. Die nächste Reise ist gebucht. In diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund und wir hören uns bald. Bis dahin und ciao.